Spiel 2. Moin, Joko und Klaas. Euer heutiger Auftrag führt euch in die Welt der Schrauber, Mechaniker und Bastler. Findet euch dazu pünktlich in der von mir eigens gekauften Kfz-Werkstatt ein, denn heute wird malocht. Bitte tragt unbedingt passende Arbeitskleidung. Oh nee, ey. Was denn? Habe ich das falsche Briefing bekommen? Warum hast du dich nicht umgezogen? Was? Ich habe mich nicht umgezogen. Ich habe mich noch umgezogen. Ich habe Stahlkappenschuhe an. Ich habe so eine Schrauberhose an und so ein T-Shirt, was nicht so schlimm ist, wenn das dreckig wird, weil das ist schon dreckig. Aber, Es hieß? Lokomotivführer der 40er Jahre oder was hieß es? Wie siehst du denn aus? Nee, wieso, wie sehe ich denn aus? Ich habe das Gefühl, sehe ich jetzt anders aus, als ich zu Hause losgegangen bin? Sah ich genauso aus. Was an dem Outfit ist falsch? Ich finde das mittlerweile von dir auf eine Art ein Stück zu schrullig, dass du diese Drehs dafür nutzt, dich sozusagen zu präsentieren. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich. Du bist ein frecher Lügner. Wir müssen jetzt in die Werkstatt gehen und uns die Hände dreckig machen. Da wollte ich wenigstens schön aussehen. Ein Kanalarbeiter bei Peaky Blinders. Wirklich. So, wir gehen jetzt mal darüber. Ja. Guten Morgen zusammen. Morgen. Sag gerne Hallo. Aber jetzt mal was anderes. Jetzt habe ich mich so ein bisschen ausgeärgert. Wie geht's? Danke, gut. Ja? Ja, Fuß auch besser. Langsam. Ach so, ja, mit deinem Fuß. Ja, ja, genau. Danke, was war nochmal? Ist dir dein Intimpiercing draufgeknallt? Oder was ist passiert? Ja, lange, lange Geschichte. Was ist das für ein Gerät? Das ist eine Schweißmaschine. Boah, wir könnten uns zusammenschweißen. Dann sind wir unzertrennlich. Sollen wir? Wenn wir uns hier zusammenschweißen, wäre wohl am besten. Ne? Ja, aber es wäre schon gut, wenn wir so machen. Also so ein bisschen weiter auseinander. Weil sonst ist es, wenn einer von uns Pipi macht. Kriegt der andere es ab. Ja, ja, so ist gut. Wir sollten eine Nacht drüber schlafen. Ja. Ich, aber guck mal, aber das ist doch wahrscheinlich hier für uns. Das steht ja nicht immer hier. Oder ist das die Werkstatt, wo bei ProSieben gearbeitet wird, wenn irgendwas kaputt geht? Wen fragst du? Hier, ich bin die hier. Leute hinter der Kamera. Das ich bin hier. Frag mich doch mal. Ja, was glaubst du? Was ist das? Ist das hier eine ProSieben-Werkstatt? Ja. Ja, okay, gut. Drück mal auf Play. Eure Aufgabe lautet, baut ein motorisiertes Fahrzeug, das aus eigener Kraft fährt, nach links und rechts lenken kann und zwei Sitzplätze für euch bietet. Weil ihr wahrscheinlich nicht im Detail wisst, wie man ein Auto baut, habe ich euch grobe Baupläne aufgehängt. Einen Rahmen für das Gefährt habe ich ebenfalls bereits besorgt. Alle weiteren Teile müsst ihr euch in der Werkstatt zusammensuchen. Also ich finde, die Aufgabe ist gut. Ja, ich bin super heiß. Ich bin richtig hyped. Ich weiß aber auch nicht richtig, wie es geht. Ich auch nicht, aber beides. Damit ihr euch aus Dummheit nicht schwer verschraubt, steht euch eine ausgebildete Fachkraft zur Verfügung. Sie hilft euch nicht beim Zusammenbauen, kann aber die benötigten Geräte erklären. Insgesamt habt ihr 3 Stunden Zeit. Der endgültige Fahrtest findet dann im Studio statt. Bei Erfolg erhaltet ihr selbstverständlich euren Finalvorteil. Gut Schraub, euer Herr ProSieben. Okay, das ist geil irgendwie, oder? Hast du Bock? Ich sehe uns beide schon im Auto sitzen. Was für ein Auto wollen wir machen? Welche Marke? Cabrio. Marke? Ich hätte Bock auf ein Cabrio. Und ein Ferrari bauen? Boah, ja. Ein Ferrari Cabrio bauen wir uns. Ich würde erstmal damit beginnen, Sachen anzufassen, die ich normalerweise nicht anfassen darf. Was ist das hier? Ist das eine Stanze oder was? Nee, das ist eine Bohrmaschine. Was ist das? Da ist eine Bohrmaschine. Hier, da drehst du hier an der Seite, guck. Ist das geil! Guck mal, wie viel Muffelstutzen die da haben. Wie heißt das? Muffelstutzen. Das ist so eine Hubbühne, ne? Aber bauen wir das Auto da drauf? Ja, klar. Guck mal, das ist der Rahmen, von dem die geredet haben. Sollen okay. wir den nicht erstmal da drauf machen? Ja. Hui! Oh, Alter! Nicht fallen lassen auf meinen Fuß, dann bin ich erledigt. Boah, Alter. So. So, das ist schon mal gesichert. Da kann nichts mehr passieren. So, okay, was jetzt? Als erstes noch einfach die Reifen dran, oder? Warte mal, wo ist hinten, wo ist vorne eigentlich? Das sieht aus wie ein Gestänge für Lenkung und das sind Pedale. Da würde ich sagen, das ist vorne. Dann ist das hinten. Wollen wir hinten höhere Reifen machen als vorne? Also den so, dass so cool aussieht wie bei Mario Kart. Guck mal, hier, die sehen noch gut aus. Da hinten ist noch einer. Haben wir so eine Knarre, so eine Luftknarre? Was willst du jetzt mit einer Knarre? Ach, so eine Knarre. Joko? Ja. Don't.
Joko, hör auf. I fucking love it. Ich habe kurz gedacht, du hast das Geräusch gemacht. So. Joko. Was ist los? Entspann, Joko. Dir darf nichts auf den Fuß fallen. Ich weiß. Joko, guck mal eben. In die so oder so? Nee, die runde Seite nach vorne. Also ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch festdrehen muss. Ich glaube. Ja, sieh. Ich leg dir das mal dahin. Ich guck schon mal. Wie mache ich das denn jetzt? Na, jetzt nimmst du da die Knall. Und jetzt? Und dann setzt du die da drauf. Pass auf, du setzt das Ding jetzt da vorne drauf. Genau. Ach, scheiße. Ja. Ist doch gut, reicht. Ja. Reicht. Oh Gott, ey, das ist aufregend. Aber ist geil, ne? Das ist sozusagen schweres Gerät. Ja. So. Also, wir machen jetzt die Reifen dran. Dann brauchen wir noch einen Motor, noch einen Sitz und noch eine Lenkung. Zack, bumm, fertig. Was haben wir denn jetzt da? Jetzt haben wir die Reifen dran. Achsen sind da, Lenkrad. Weißt du, was wir, glaube ich, falsch gemacht haben? Wir haben das falsch draufgestellt. Es muss so. Ah, logisch. Normal sind die ja richtige Autos drin, die kannst du ja gar nicht so. Die fährst du vorwärts rein, du hast vollkommen recht. Oida. Gut, Motor. Ein bisschen für mich ein Fragezeichen ist, wie wir den Gaszug nachher festmachen können. Und hier ist nur eine Stange für die Lenkung. Die Lenkung wird noch herausfordern, glaube ich. Nee, Moment, wir brauchen eine zweite Stange. Hier, guck mal. Das ist die Lenkstange. Guck mal, so. So muss die fest. Lass mich mal, ich mach die Lenkung dran und du checkst Zeug. Okay. Ich würde jetzt den Motor drauf machen. Ist das richtig? Ja. Da ist eine Kette. So, jetzt ist hier der Kettenantrieb. Joko, komm mal eben. Ja? Ich will die Lenkstange festmachen, ich habe aber sowas noch nie benutzt hier. Ich will einfach nur diese scheiß Schraube hier drauf machen, das ist zu anstrengend mit den Händen. Ja, macht Spaß, ne? Ja. Das ich liebe ganz. Ich liebe. Wie sieht es zeitlich aus eigentlich? Sehr gute Frage. Ihr habt noch 2 Stunden, knapp. Ja, guck mal, wir haben 4 Räder und einen Motor schon. Also fast. Gott sei Dank ist heute wenig los, Chef. Heute wird noch Kundschaft kommen. Guck mal, ich habe eine komplette Lenkung gebaut. Geil. Ich habe eine Lenkung gebaut. Wie befriedigend ist das? Man kann das lenken. Ja, voll. Hier, rechts rum, links rum. Sau gut. Und wenn man hier was macht, ich brauche noch ein Lenkrad jetzt. Sag mal, das geht doch eigentlich auch als Lenkrad, oder? Top. Ja, ist sogar super. Ich befestige jetzt den Motor. Dann muss ich den Motor ein bisschen spannen. Ich glaube, das geht über diese Schraube, dass ich da Zug auf die Kette kriege. Hä? Ich habe die richtige Schraube gefunden. Geil. Mit der richtigen Mutter. Oh, ich kriege langsam Hunger. Wir müssen gleich mal Mittag machen. Ich habe noch was von gestern übrig. Das habe ich einfach eingepackt. Hat deine Frau dir was vorgekocht? Ja. Klöße. Ja, die ist gut, deine Frau. Die macht das immer gut. Ja, ne? Die macht das lecker. Ja. Und dann habe ich immer noch so auf der Tupperbox, wenn ich dann das Haus verlasse, klebt immer noch so ein Zettel drauf. Komm nach der Arbeit bitte direkt nach Hause und geh nicht noch ins Trömmelchen. gestern wieder Automaten gezockt, ne? Ey, leck mir am Arsch. Ja, ich weiß. Das haben alle mitbekommen im ganzen Viertel, da, wie du da ausgeflippt bist. Das war heute Morgen ein großes Thema am Bütchen. Sag mal, die Gerda habe ich jetzt bestimmt 2 Wochen Güti nicht gesehen. Ist sie wieder hier? Die ist in der Klinik wieder. Ah! Die hat den Zucker wieder so hoch. Ist das? Ich dachte, die wäre campen, weil die. Wusstest du, dass die was mit dem Ancelotti da hatte? Also nicht dem Fußballtrainer, sondern dem von der Pizzeria? Ich weiß, ja, der Betrüger. Ja. Weiß ich wohl. Der hat aber jetzt Wasser in den Beinen und ist wohl auch nicht mehr so attraktiv. Oh Gott, ja. Das wünschte keinem. Naja. Ne? Aber dann lass doch nachher noch ins Trömmelchen gehen. Dann sage ich meiner Frau, wir waren bei der Garda in der Klinik. Das ist eine gute Idee. Ja. Und wenn wir da Bier stinken, dann sage ich, kennst du die Garda? Ja, die hat gesagt, sie darf nicht wegen ihrem Zucker, wir sollen die Moncherie essen. Ja. Das ist jetzt blöd. Ich habe Scheiße gebaut. Ich auch. Wieso? Was hast du gemacht? Naja, das ist. Das ist gerade. Was ist gerade? Das.
Ist das schlimm? Nein. Nee, ne? Und eine Schraube ist zu lang für die Mutter, aber nicht zu lang für den Vater, ne? Ja. Soll ich schon mal den Sitz machen? Oder? Ja, wollte ich gerade sagen, mach dich mal im Sitz vertraut. Ich würde ja jetzt eigentlich schon den Sitz einbauen. Nee, wir müssen einmal den Gaszug checken, bitte. Ich warte ja nur auf ihn. Ey, jetzt seit einer halben Stunde ist er am Gaszug. Ah, der hängt nicht in den Zahnrädern, ich raste aus. Geil. Kann ich jetzt mal den Stuhl einbauen? Ja. So passieren die Unfälle, ne? Ja, pass bitte auf. Gut. Alter, das ist richtig fest. Fass mal an. Alter. Das ist doch krass. Das ist nur da an der einen Stelle fest. Sollen wir mal Mittag machen? Mittag? Ja, gerne. Finger verbrannt. Kann nicht wahr sein. Also glaubt ihr, ihr seid gut in der Zeit, dass ihr euch jetzt so eine Pause erlauben könnt? Oder? Weiß ich nicht. Wie viel haben wir denn noch? Na, das ist schon noch so dreiviertel Stunde. Machen wir, wenn Boah, wir. Oh, Scheiße. Hä? Wir haben was vergessen. Was haben wir vergessen? Einen zweiten Sitz einzubauen. Oh. Ja, oh. Lass mal gucken, was wir hier noch haben. Nicht dein Ernst? Ich überlege nur. Aber da müssen wir schweißen. Ja, ich will doch schweißen. Also, ich guck mal, wie ich den Zug hier dran kriege. Kann ich da so ran rumschweißen hier in der Nähe von dem Benziner? Kann ich das so festschweißen? Kannst du machen, ja. Original noch nie geschweißt. Wollen wir mal sehen. Hier ist die Masse, wo der Strom herdurchfließt. Ah ja, danke schön. Joko, ich löte jetzt. Löde! Und? Ich glaube, ich habe was gelötet. Oh, es brennt. Was brennt? Es hat nur ganz kurz gebrannt neben dem Tank. Entschuldigung. Ja. Genau so 20 Minuten. Ja, schaffen wir. Krass. Hey. Sehr gut. Dann können wir weitermachen. Ich hab's da reingeschweißt. Ist doch gar kein Problem. Check this out, Alter. Das ist die räudigste. Das ist der räudigste Gaszug, den man bauen kann. Das ist einfach nur ganz beschissen mit einer Schraube und einer Mutter befestigt. Und jetzt habe ich das Ding da oben drauf gesteckt. Jetzt kannst du aber den machen. Also einiges fertig, ne? Ich würde jetzt erstmal noch ein bisschen verschönern. Wir haben ja jetzt noch eine Viertelstunde, dann lass doch jetzt noch was machen. Die mal den Motor an, ja? Boah, ist das geil, Klaas. Hier, Klaas, guck mal. Ist gut für den Rücken. Klaas, ich muss dir das sagen. Ich bin schwanger. Ja, echt? Bin ich noch okay. Ich freue mich auch. Kann ich ablassen? Guck dir das mal an, ey. Irre schön. Seid ihr fertig? Wir sind ready. Fertig. Wir müssen natürlich jetzt einfach noch ein paar Tests durchführen. Gucken, ob er auch funktioniert, ne? Der Bolide. Es sieht wirklich gut aus, aber ob das Auto auch wirklich fährt, das wollen wir jetzt mal nachprüfen. Dankeschön. Also nochmal einen riesengroßen Applaus, es fährt!
Kommt zu mir, alle beide. Lass mal laufen einfach. Ja, ich lass einfach laufen. Ich lass einfach laufen. Lassen? Ja, ich kann es nicht. Ich lass einfach laufen. Lass laufen. Oh, genau. Fährt's weg oder bleibt stehen? Er bleibt stehen. Sollen wir das anlassen oder ausmachen? Also ihr könnt... Geht's das denn? Geht per Sprachsteuerung. Also erstmal ganz kurz, ich bin ganz stolz auf euch. Ihr habt das großartig gemacht. Dankeschön, es fährt weg. Und dann macht's lieber aus. Wenn ihr andere Videos auf diesem Kanal sehen wollt, dann ist das da. Wenn ihr abonnieren wollt, das sollt ihr auch machen, dann ist das da. Und wenn ihr sagt, nö, ich will ganze Folgen sehen bei Join, dann ist das da. So, ist super easy, oder? Da.